Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil meiner Reihe, meiner dreiteiligen Reihe über Single-Cut-Gitarren. Und warum habe ich jetzt hier keine Single-Cut-Gitarre in der Hand, sondern eine Double-Cut? Das ist eine Paul's Guitar SE, zu der gibt es auch schon einen Testbericht auf dem Channel. Warum habe ich die jetzt in der Hand? Ja, das ist die Joker-Gitarre. Und falls du jetzt dieses Video siehst und hast den ersten Teil nicht gesehen, blöd, weil jetzt weißt du schon, was die Joker-Gitarre ist, aber mach bitte sofort Stopp. Geh zum ersten Video und sag mir von den vier anderen, welche, ne? Also da habe ich dann im Video eine Anleitung gegeben. So ein bisschen zum Mitmachen, Blindtest, ne? Weil hier gibt es jetzt gleich die Auflösung. Und wenn du die Auflösung siehst bevor dem anderen Video, wäre echt schade, weil das ist ganz wichtig, dass du dir deine eigene Meinung auch bildest. Deswegen drück Stopp, du weißt dann jetzt zwar schon, was die Joker-Gitarre ist, aber egal, drück Stopp und geh zu dem anderen Video. Jetzt gleich. Gut, wenn du jetzt hier bist, um die Auflösung zu erfahren, voila, hier ist sie. Ich spiele dir einfach die Videos mit dem Bild ab und nicht nur Audio mit dem Platzhalterbild. Und ja, ich bin gespannt, was du sagst. Zack! We'll be right back.
Warst du richtig? Warst du komplett falsch? Bist du jetzt total überrascht? Oder denkst du, klingen eh alle gleich? Also, meine Meinung, und die ist echt krass, ich habe mir das hier mit Ableton Live, und das werde ich jetzt hier mit dir machen gleich, A, B verglichen, und ich war geschockt. Massivst geschockt, wie nah beieinander diese Gitarren sind. Selbst diese, was ja keine Single Cut ist, aber im Prinzip ist es die gleiche Konstruktion. Und was macht den Sound einer, ich sag jetzt mal Les Paul oder Single Cut aus? Eigentlich nicht so sehr, dass es eine Single Cut ist, sondern die Hölzer. Und das ist hier das gleiche Holz wie auf jeder Les Paul. Du hast einen Mahagonikorpus, der ist hier ein bisschen dünner auf dir hier. Vielleicht haben es einige gehört. Eine Ahorndecke, hier mit zusätzlichem Laminat wegen der schönen Decke. Ja, also das ist eine hessische Decke und eine schöne oben drüber. Dann haben wir einen Ahornhals mit einem Palisander-Griffbrett. Und ich glaube, bei einer von denen ist es ein... Nee, auch Palisander. Ich glaube, es ist tatsächlich überall, auch bei der Maybach, ein Palisander-Griffbrett. Korrigiert mich, ja. Die Maybach Lester, könnte sein, dass die ein Ebenholz-Griffbrett hat. Aber das ist die Holzkonstruktion von all diesen Gitarren. Mahagoni-Body, Ahorndecke, Ahornhals, Palisander-Griffbrett. Das heißt, die haben alle die gleichen Hölzer. Und somit ist im Prinzip nur die Qualität des Zusammenbauens, die Qualität der Hölzer, die Dicke der Hölzer und die Qualität der Pickups interessant. Eigentlich. Und du wirst jetzt wahrscheinlich gehört haben, ja, die Gibson, die 5000 Euro Gibson, war die wirklich so unterschiedlich? Haben so viele erkannt, welche es ist? Ich meine, du hast ja sogar den Clean Sound gehabt. Lass uns das jetzt mal überprüfen. So, die Gibson war Gitarre 2. Das war die Original Gibson. Und ich habe hier auf dem Bildschirm, das ist Ableton Live, die DAW, Digital Audio Workstation, meiner Wahl. Und wir können hier was sehr, sehr Schönes machen. Ich nehme jetzt hier die Gibson, schalte die an. Und ich kann jetzt hier Crossfade einschalten. Und ich stelle jetzt die Gibson auf A. Das heißt, immer wenn dieser Regler hier ist, der Regler hier, ja, siehst du das hier, da der Regler, dann ist es die Gibson, und wenn der Regler da ist, ist es die Gitarre, die ich mit B kennzeichne. So, lass uns mal mit dem Entferntesten, was die meisten wahrscheinlich denken würden, anfangen. Und zwar mit der Paul's Gitarre. Ja, Paul's Gitarre, die ist hier, und die machen wir jetzt auf B und schalten sie an. Und wir machen mal das erste Beispiel. Und wir hören jetzt nur noch. Willst du mir jetzt ehrlich erzählen, du könntest die beiden unterscheiden? Willst du, wenn ich sage, wir machen 5 Beispiele, oder du musst mir sagen, wann ich rumschalte. Okay, mach mal Experiment. Ich schalte jetzt mal wild rum. Du machst die Augen zu. Du machst die Augen zu und ich schalte wild rum. Und dann hörst du mal, ob du sagen kannst, wann ich diesen Regler bewege. Go? Go. Okay, jetzt wirst du sagen, das ist ja verzerrt. Bei Clean höre ich es sofort. Okay, cleanes Beispiel. Gleiches Spiel. Hier höre ich einen leichten Unterschied. Ich höre, dass die Paul's Gitarre, ja, also Gitarre B in dem Fall,
ein bisschen mehr besser hat. Aber das war's auch, ne? Ja? Also ein bisschen mehr besser, sonst höre ich da nichts. Vielleicht bin ich auch taub, ja? Aber ich höre keinen Unterschied. Ich weiß nicht, ob du ihn hörst, ja? Nochmal Augen zu, ja? Augen zu, gleiches nochmal. Okay, das hört man definitiv, weil ich dir eben gesagt habe, das mit dem Bass. Lass uns das mal mit dem Solo machen, ja? Solo, auch wieder Pauls Gitarre gegen die Gibson Custom Shop. Was du gehört hast eben, da war ein eindeutiges Schalten. Das war aber ich, der den Pickup umgeschaltet hat, weil ich den Schluss mit dem Hals-Pickup spielen wollte. Das habe ich bei jeder Gitarre übrigens gemacht und es müsste auch ungefähr an der gleichen Stelle sein. Also das ist nicht das Umschalten, was du gehört hast. Und hast du es gehört? Ne? Kannst ja zurückspulen, Augen zumachen. Wir hören uns mal gerade noch das zweite Beispiel an, wobei das war die meiste Verzerrung, da wirst du nichts hören. Okay, wir hören mal den ersten, nur den ersten, ja? Und jetzt mit der anderen. Nochmal. So, wir sprechen hier von, ich glaube, 899 Euro habe ich bezahlt für die Gitarre. 899 Euro gegen 5000. Und du kriegst sie gar nicht mehr, musst wahrscheinlich eher an die 6.000, 7.000 auf dem Sammlermarkt bezahlen, damit du diese Gitarre kriegst. Und warum? Weil Gibson draufsteht. Und ja, es ist der einzige Grund. Der einzige Grund. Oder hast du es gehört beim Blindtest? Ja, lüg dich nicht selber an. Hast du es gehört beim Blindtest, dass es die Gibson ist? Nee, gell? So, viele von euch werden jetzt geschockt sein. Lass uns mal gerade das Spiel noch machen. Zwischen der Gibson, oder nee, wir machen das Spiel mal zwischen der PRS, die ist jetzt A, und die Maybach, die ist jetzt B. Nee, machen wir umgekehrt, das ist nämlich dann hier mit den Saiten richtig. Okay, also Maybach ist A, die Gibson ist B, dann machen wir natürlich die Maybach an und machen die PRS wieder aus. Nee, Quatsch, ich will gar nicht die Gibson, ich will ja die PRS. Maybach gegen PRS, Mensch, Bernd. Maybach gegen PRS, hören wir. Ja, ich habe hier wieder den Schalter. Es geht los mit dem ersten Beispiel. Anders sagen, ich höre es nicht. Hörst du es? Schreib mir es drunter, ja? Wenn du es hörst. Dann machen wir jetzt aber nochmal mit dem zweiten Beispiel einen Blindtest. Oder nee, wir machen das mit dem dritten Beispiel. Wobei da ist relativ einfach, weil die Pickups relativ unterschiedlich sind. Lass uns das mal hören. Die Pickups der PRS sind etwas lauter. Okay, lass uns mal das Solo hören. Und beim Solo machen wir jetzt einen Blindtest. Du machst die Augen zu. Ab jetzt Augen zu. Ich sag dir nicht, mit was ich anfange. Los. Musik.
So, jetzt kannst du ja zurückspulen, das nochmal angucken mit den Umschaltern. Ich habe zwei, drei, hätte ich jetzt, glaube ich, gehört, weil ich es an Stellen gemacht habe, wo ich ein bisschen anders gespielt habe, ne? Aber rein vom Sound her, ist so die Frage, ja. Und nur, damit wir fair sind, ja, die FGN hatten wir noch gar nicht. Lass uns die auch mal gegen die Gibson, okay? Gibson gegen FGN. Schalten wir an. Gibson und FGN. Gibson ist A, FGN ist B. Los. Hörst du wirklich den Unterschied? Und jetzt kommt der Clou. Mein Schüler hat sich in die Gitarre andere Pickups eingebaut. Da waren eigentlich so 59er, also so 59er-Style Pickups von Harry Häusl drin und er hat aber heißere Pickups eingebaut. Trotzdem ist der Unterschied marginal, obwohl da ganz andere Pickups drin sind. Alle anderen haben so Richtung Vintage Single, Richtung Vintage Humbucker, ich sag Single Coils. Humbucker! Humbucker natürlich, nicht Single Coils. Band. Oh. So. Also alle von den Gitarren, außer der FGN, haben so Vintage-Style 59er, ja, so Richtung Pearly Gates, ja, Pickups drin. Und die FGN ist die einzige, die heißere Pickups drin hat. Ich habe vergessen, was er reingebaut hat. Auf jeden Fall sind nicht mehr die Originalen drin. Gut, ja, was sagst du dazu? Also ich war komplett geschockt. Ich hätte zumindest gedacht, dass die Gibson gegen die Paul's Guitar einen größeren Unterschied darstellt im Sound. Ist aber nicht so. So, jetzt wirst du natürlich sagen, wahrscheinlich, es ist ja nicht nur der Sound, es ist ja auch die Verarbeitung, es ist, wie gut sich die Gitarren spielen und das spielt ja auch eine Rolle. Ja? Wie lange ist das Sustain? Das ist übrigens fast überall gleich. Das ist auch, habe ich getestet. Ne? Die halten alle wunderschön Sustain. Alles hervorragende Gitarren. Vielleicht hätte ich noch eine günstige dabei machen sollen. Aber ich habe gedacht, hier, ich bin im Markt jetzt für eine geile Single-Cut-Gitarre um die 2000 Euro. Ja? Um zwischen 2 und 2,5. Und da wollte ich halt Gitarren in dem Preisbereich vergleichen. Ich bin geschockt, dass die für 899 genauso gut klingt, meiner Ansicht nach. Die lässt sich auch mit am besten spielen. Ist leider wahr. Ja, und über diese Sachen, was lässt sich am besten spielen und wie ist die Verarbeitung von den Gitarren und was ist mein Gewinner dieses Vergleichstests, das siehst du im nächsten Video. Jetzt möchte ich erstmal die Kommentare unten sehen. Die empörten Kommentare. Kann doch nicht sein. Die verarschen uns alle. Wieso klingt die Gitarre gleich? Ich höre keinen Unterschied. Oder ich höre den Unterschied doch. Du musst dir mal die Ohren waschen. Ich bin gespannt auf die Kommentare. Viel Spaß dabei. Und wenn du das nächste Video nicht verpassen willst, abonnieren und Glöckchen drücken. Und ansonsten wieder danke fürs Zuschauen. Ciao.